Muss ich jetzt. Das sind meine Kinder, du. Muss ich Bierprobe machen? Ja. So. Ja, ja. 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 Zu jeder Gelegenheit eigentlich. Papa-Brause sozusagen. Pale Ale? Ja, ich mag Bier allgemein. Eher so der Pilztyp so und da auch eher so die eher Norddeutschen, also eher so ein bisschen bitterer. Nicht so ein typisch männlicher Biertrinker, der jetzt mit Jever und so. Wir wollen herausfinden, wie viele Biere du wiedererkennst. Ich denke mal so 2-3 Bier werde ich schon unterscheiden können. 100% ja. So, kann ich sehen? Sieht meine Haare noch gut aus? Wunderbar. Wunderbar. Die drei schmecken alle gleich. Alles ist sehr gleich. Schmeckt fast alles gleich. Mir kommt alles gleich vor. Schmeckt irgendwie ähnlich wie das. Schmeckt genauso. Das ist gonna be hard. No! Oh mein Gott. Oh Gott. Berliner. Echt? Wollen wir gerne mal probieren. Ihr Lieblingsbier, was Sie ja eigentlich gar nicht mögen. Sie haben oft gleich ähnlich geschmeckt. Also wirklich. Da geht's um Nuancen, ne? Die schmecken alle relativ durchschnittlich, sind ja nicht so spezielle, die haben nicht keine starken Geschmäcker. Deutsches Bier stirbt. An Langeweile. Hilf uns dabei, das zu verändern. Du hast Berliner Bergerei gesagt. Wir sind hier auf dem Hinterhof einer ehemaligen Schmalzsiedefabrik in Berlin-Neukölln und in diesem tollen Gebäude wollen wir zukünftig unsere Mikrobrauerei aufbauen. Ich bin Robin, einer der Gründer der Berliner Bergbrauerei. Ich bin der Richie, Braumeister der Berliner Bergbrauerei. Wir werden hier in nächster Zeit geile Bier brauen, alle möglichen Sorten. Viele Dings. Und die und ganz besonders Berliner Weiß oder so, weißt du, dass du quasi schon sagst, wir machen hier das, was wir machen. Ne? Here is where the magic will happen. Hier unten in unserem Hinterhof wollen wir unsere 5 Hektar Anlage bauen, mit dem Anspruch für euch, das beste Bier zu brauen. Wir möchten hier ein Zuthaus bauen, sowie verschiedene Gärtanks in einer Abfüllanlage. Und genau dazu brauchen wir eure Unterstützung.